Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch einen Speedrun im Strike die verdrehte Säule, wenn sie als Dämmerung aktiv ist. Hier kann nämlich der Strike-exklusive exotische Geist droppen, dieser hier. Das Ganze gehen wir Schritt für Schritt durch. Ich zeige euch, was ihr einstellen müsst, dann was für Waffen und Klassen ihr mitnehmen müsst und zu guter Letzt natürlich noch den gesamten Speedrun, wo man auf was achten muss, welche Feinde man töten muss und so weiter und so fort. Wie auch schon bei allen anderen Speedruns gezeigt, empfehle ich hier das Abzeichen reinzunehmen, die Bonusgrenze einmal zu erreichen. Das ist meine persönliche Theorie. In der Infokarte ist da noch ein Video verknüpft, wo ich das erkläre, wie, was und warum. Nun, die Bonusgrenze einmal erreichen und dann können wir Speedruns machen. Bevor man mit dem Speedrun loslegt, müssen wir natürlich noch 5 der Schwerter einstellen. Das heißt, wir kaufen das Ding bei Xur, wenn man es noch nicht hat. Und hier können wir beim Power Malus dann etwa 5 oder 10 Punkte einstellen. Je nachdem, wie gut man mit dem Speedrun zurechtkommt, kommt man gut durch, kann man es ein bisschen höher einstellen. Hat man Mühe, würde ich es ein bisschen runterschrauben. Als nächstes, wir haben leere Versengen genommen, dass leere Schaden erhöht wird und Schrotflinten hat relativ gut funktioniert. Wenn man jetzt keine dementsprechende Schrotflinte hat, geht es ganz klar auch mit Arcus. Dann nimmt man einfach die Warcliff-Spule mit und macht das Ganze mit Arcus-Schaden oder wir nehmen die Solar-Schadenerhöhung rein und das Ganze mit der Sleeper Simulant funktioniert auch. Alle 3 Waffentypen mit allen 3 Schadensarten sollte ohne Probleme gehen. Als nächstes dann Schwergewicht, dass die Powerwaffen noch mehr Schaden machen, ist natürlich hilfreich für die 3 Waffentypen, die man dann mitnehmen würde. Und zu guter Letzt Momentum, dass wenn wir rennen, ist die Gesundheitsregeneration aktiv. Bedeutet, wir rennen im Speedrun extrem viel durch und somit ist dieser Momentum als Unterstützungsmodifikator aktiv. Bevor ich den Speedrun zeige, noch ganz kurz, was wir klassentechnisch und waffentechnisch einstellen. Es empfiehlt sich, mindestens einen Warlock oder einen Titan mitzunehmen, entweder mit Lunafakturstiefel als Warlock, dass wir nicht nachladen müssen, oder mit der Schusswechselbarrikade als Titan, dass wir auch das Nachladen überbrücken können. Damit können wir den Boss dann in der ersten Phase töten, wenn wir es richtig anstellen, das sieht man dann im Speedrun. Wenn ihr Leere eingestellt habt, nehmt ihr natürlich die Nuva rein, dann Primärwaffe ist relativ egal, die gut Schaden macht, dann würde ich das Impulsgewehr Gravitonlanze empfehlen, wenn ihr Leere drauf habt und natürlich eine leere Schrotflinte, um den Boss dann wegzuhauen. Hier gehen verschiedene Schrotflinten, Paradoxon würde auch gehen oder die Kelos aus dem Eskalationsprotokoll, in der Infokarte wäre das Video sonst noch verknüpft. Nun, mit der Schrotflinte geht es relativ gut. Wenn ihr sie nicht habt, geht es natürlich eben auch mit der Sleeper Simulant oder halt eben mit der Warcliff-Spule, da müsst ihr dann einfach die Modifikatoren ändern und natürlich auch den Fokus dementsprechend anpassen. Bedeutet im Klartext, entweder Schrotflinte, entweder Schläfer-Simulant oder die Warcliff-Spule geht mit allen dreien recht gut. Zu guter Letzt, vergesst nicht noch das Einsatzdruck-Medaillon reinzunehmen, gibt ein bisschen Bonus bei der EP-Gewinnung, gibt allgemein ein bisschen höhere, höhere Chance, Items zu kriegen. Ich vermute, dass da auch die Strike-exklusiven Gegenstände drin sind, keine Garantie, aber es schadet ja nicht, das Ding einfach mitzunehmen. Dann 3 der Münzen, auch hier, um die Chance auf exotische Engramme zu erhöhen, kann man ja mitnehmen, schadet auf alle Fälle nicht. Gut, fangen wir an mit dem Speedrun. Zu Beginn kann man direkt den Sparrow nehmen, das werden wir durch den ganzen Strike machen können, da kann man immer wieder mal den Sparrow rufen, um gewisse Abstände mit extrem kurzer Zeit abzuschließen, zu überbrücken, sage ich mal, auch am Anfang direkt einsetzen. Kann man ein bisschen Zeit sparen, kommt hier zu den Feinden, die muss man einfach weghauen, gibt verschiedene Stellen, wo man gut stehen kann, oben oder hier auf der rechten Seite hat man auch Deckung. Wenn man eine Schrotflinte mitnimmt, dann empfiehlt es sich natürlich, die Feinde mit der Schrotflinte schnell wegzumachen, die Minotauren kriegt man so gut weg, allgemein die Feinde kriegt man gut weg. Ja, es ist kein perfekter Speedrun, habe aber noch nie die Guides mit dem perfekten Speedrun hochgeladen. Es liegt daran, dass ich einfach zeigen möchte, wie kann man es möglichst schnell beschleunigen, damit man das nachmachen kann, damit man auch die Strikes, wenn sie als Dämmerung aktiv sind, schnell machen kann, um die Gegenstände zu kriegen. Das ist der Sinn dieser Videos. Hier kann man auch den Sparrow nochmal holen. Wenn man es drauf hat mit dem Sparrow, wenn man da ein bisschen Gefühl hat für den Sparrow oder wenn man es übt, um dann natürlich das Gefühl dafür zu kriegen, kann man hier die Stelle auch mit dem Sparrow überbrücken. Wenn man hier stirbt, kann man auch einfach laufen. Wahnsinnig viel Zeit spart man da nicht. Die Stelle hier, hier müsst ihr gar keine Feinde töten, geht hier einfach weiter, könnt direkt ins Portal. Da Momentum ja aktiv ist, hat man ja eingestellt, wird man hier in der Regel auch nicht sterben, weil man ja immer Gesundheitsregeneration hat, selbst wenn man direkt getroffen wird, kann hier einfach durch das Portal und schon geht's weiter. Also man sieht, man kann sehr viele Stellen bei diesem Strike überbrücken.
Gut. Weiter unten kämpfen wir dann gegen ein paar Wex-Einheiten. Hier habe ich eben mich für Leere entschieden, weil die Gravitonlanze dann hier dementsprechend schnell die Feinde tötet. Fand es eine relativ gute Idee, das in Kombination mit Schrotflinte und Gravitonlanze zu machen. Geht natürlich auch mit der Sleeper Simulant oder der Warclave-Spule hier. Dauert vielleicht ein bisschen länger, kommt auch ein bisschen auf die Waffen an, die man mitnimmt. Nun gut, hier heißt weghauen. Es empfiehlt sich, die Granaten noch zu sparen, die Vortex-Granate oder allgemein die leere Granaten, denn hinten kommen nochmal zwei Hydra-Feinde, also die Wex-Einheiten mit dem Schild, und die kann man dann mit einer Vortex-Granate relativ gut killen, wenn man sie schön trifft. Von hier oben hat man gute Sicht, ist gut geschützt und kann die Feinde abknallen. Wenn man hier unten steht, hat man bedingt Deckung, kann aber natürlich auch relativ sauber von hier unten arbeiten. Man hat es gerade gesehen, Vortex-Granate sehr effizient. Die Feinde hier unten töten. Wenn man Leere eingestellt hat, sind die Hydras hier ein bisschen hart, aber ansonsten reicht es eigentlich relativ gut, um voranzukommen. Wenn man die Nova ready hat, kann man hier bereits die Feinde weghauen. Munition sammeln, ganz wichtig, nehmt unbedingt die schwere Munition noch mit, also die Power-Munition. Und dann geht es direkt weiter. Den Rest kann man hier auch laufen, ist nicht wahnsinnig herausfordernd. Möglichst schnell laufen, bis zur nächsten Stelle. Die Feinde hier, sollte eigentlich klar sein, aber ich sage es trotzdem noch, lasst die einfach stehen, die müsst ihr nicht töten, könnt hier durchlaufen. Man kann sie noch oben hauen, wenn man gerade davor steht, oder wenn man genug Schrotflintenmunition hat, noch kurz wegpumpen, kriegt man ein bisschen mehr Punkte. Es heißt ja, je mehr Punkte man hat, desto höher ist die Chance, den Gegenstand zu kriegen aus dem Strike. Ob das wirklich stimmt, ja, schwierig zu sagen. An der Stelle hier kann man wieder den Sparrow nehmen, auch hier Feinde müsst ihr größtenteils nicht töten, die einzigen zwei, die ihr vorne töten müsst, sind zwei Centurios oder zwei stärkere Kabalfeinde, sind die zwei Häuptlinge, nenne ich es jetzt einfach mal, die müssen weg, die Offiziere, die Bohroffiziere, und das geht auch relativ schnell, gerade mit der Schrotflinte rein, weghauen und dann raus. Es gibt hier einen kleinen Trick, man kann hier zwischendurch durchrutschen, ich habe es jetzt leider nicht geschafft, deswegen nehme ich den Eingang. Aber wenn man es richtig macht, kann man da durch den Spalt durchrutschen. Wenn man zu dritt ist, kann man zu dritt direkt den Raum stürmen, zack, der erste weg. Der andere steht in der Regel hier unten rechts. Den kann man auch mit der Schrotflinte relativ easy weghauen. Dann kann man das Portal oder den Booster oder das Sprungportal, nenne ich jetzt mal, aktivieren. Wenn natürlich alle Feinde weg sind, zack, hier aktivieren und weiter geht's schon. Das heißt, hier müsst ihr auch nur im Idealfall die zwei Bohroffiziere töten und dann kann man schon weiterspringen. Auch hier direkt drunter aktiviert möglichst schnell den Schalter, denn der ist dafür zuständig, dass die 100% geladen werden, dass ihr weiterspringen könnt. Es ist egal, wie viele Feinde ihr in dieser Umgebung tötet, der Transmitter oder das Transitsystem steht links, das ist... Ja, das geht einfach hoch. Wenn ihr es aktiviert habt, geht das Ding einfach mit der Zeit hoch. Feinde könnt ihr hier trotzdem töten, gibt immer noch schwere Munition. Die könnt ihr dann für den Endboss brauchen. Tja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Feinde töten, warten bis es bei 100% ist. Wenn es bei 100% ist, wartet noch mit durchspringen. Wenn es bei 100% ist, noch kurz eine Sekunde warten, weil wenn man zu früh durchspringt, dann fällt man gegen die Wand. Die verschwindet nämlich erst nach einer Zeit. So, hier durchspringen, die Wand, die da vorne ist, meine ich. Wenn man zu früh durchspringt, klatscht man gegen die Wand und stirbt oder fällt um. Nicht so ideal. Deswegen ganz kurz warten. Auch hier kann man bereits den Sparrow nehmen, durchfahren. Ich steige hier in der Regel vom Sparrow kurz ab, um einen neuen Sparrow zu rufen. Teilweise passiert es, dass man unten runterfällt und dann stirbt man mit dem Sparrow. Das ist nicht so geil. Deswegen hier nochmal aussteigen, absteigen, neu rufen und durchfahren. Auch hier müsst ihr ein bisschen gucken, wenn die Hobgoblins, also die Scharfschützen der Wex, euch treffen. Guckt, dass ihr immer den Weg oder den Pass nehmt, wo gerade kein Scharfschütze dasteht. Das heißt, man kann von oben immer noch eins runterrutschen, ansonsten einfach durchfahren. Tja,
Jetzt gibt es hier einen Trick. Wenn Mitspieler tot sind, könnt ihr hier unten sterben und ihr spawnt dann alle unten. Wenn die Mitspieler noch weiter hinten sind, aber leben, dann habt ihr die Möglichkeit, einfach hier bereits die Feinde zu töten und die Mitspieler werden dann nachgejoint. Also die haben dann Verbündetenbeitritt und sind dann hier unten. Da vorhin ein Mitspieler gestorben ist, dachte ich mir, springe ich kurz runter, dann werden alle hier nochmal neu geladen und wir können den Boss direkt killen. Gut, dann hier, zack, die Harpien kurz wegmachen. Die geben teilweise auch nochmal Munition, ist relativ nützlich. Dann hier entweder Titanwand stellen, Schusswechselbarrikade oder eben das Rift, je nachdem. Auf den Boss draufgehen, Schrotflinte weghauen, dann ist er tot. Oder eben Warcliffe-Spule, klappt auch relativ gut. Sleeper Simulant sollte hier auch funktionieren. In der ersten Phase kann man ihn direkt weghauen, runterspringen, Truhe öffnen, hoffen, dass der Geist drin ist. Und dann kann man eigentlich schon die nächste Dämmerung starten. Das ist es im Grunde genommen gewesen. Wahnsinnig schwierig ist es nicht. Ist eher eine einfachere Dämmerung, wenn sie als Strike, also ist ein einfacher Strike, wenn es als Dämmerung aktiv ist. Von daher drücke ich euch die Daumen für den Geist. Viel Spaß bei den Speedruns. Gut, damit wären wir am Ende angekommen vom Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen, um mich und das Video zu unterstützen. Hilft einem YouTuber sehr, wenn man einen kleinen Like da lässt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit oder wenn auch das Video einfach gefallen hat, dürft ihr das auch sehr gerne in der Kommentarsektion kundtun und mir das mitteilen. Gut, zu guter Letzt, ich bin sehr viel auf Twitch unterwegs, wenn ihr euch gerne mal das Ganze anschauen möchtet, wie ich das live mache. In der Beschreibung wäre noch der Link zu Twitch, dann kann man mal direkt live zugucken. Und ja, ganz am Ende jetzt, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.